Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Ja, wenn ihr es euch getan habt, liked, abonniert und folgt mir, um weitere Videos zu sehen. Ja, wenn wir jetzt genau mal auf unsere Quest gucken, können wir reingehen, dann sehen wir ja, alles was glitzert, müssen wir noch beenden. Das heißt, wir müssen herausfinden, wer in Sasor mit Kupfer arbeitet und... Wir müssen uns in der Gravurwerkstatt umsehen. Also, wer alles mit Kupfer arbeitet, müssen wir mal rauskriegen. Das kann man natürlich so ein bisschen mit Reiten hier rauskriegen, wollte ich gerade sagen. Ein bisschen rumgehen, ein bisschen rumgucken, mit den Leuten reden. Aber viel interessanter ist es ja erstmal nach B zu kommen. Denn das ist da oben. Weil das ist, was Hand und Fuß hat. Das andere ist das ganze Dorf durchkämmen. Aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen erstmal zu B. So, dann lass mal losgehen hier. Gerade machen hier. Oh, den Jungen mal gerade machen. So. Ja. Gucken wir mal. Wir müssen hier rüber, ne? Ah. Ja. Kann er rüberspringen? Natürlich. Quer durch den Garten. Das mögen die am liebsten. Direkt dran vorbei. Ups. Da. So, wie es aussieht, landen wir wieder beim direkten normalen Gravurmeister hier. Aber ihn können wir ja direkt fragen. Da, wo wir auch das Collier abgeholt haben. Spielt also nicht nur die Rolle, sondern spielt mehrere Rollen. Und da schauen wir doch direkt mal nach. Da sitzt er doch. Ein kleiner Mann. Reden wir mit Jerome. Guten Tag. Moin, moin. Wie läuft's denn, Meister? Was macht die Arbeit, Meister? Ich komm schon zurecht. Benötigst du etwas, mein Junge? Ja. Woran arbeitest du? Was wird hier eigentlich hergestellt? Du bist in einer Gravurwerkstatt, mein Junge. Wir gravieren, also. Ja, aber was? Und wozu wird es verwendet? Ach, wir gravieren Holz, Stein und auch Metall. Hier im Kloster geht es hauptsächlich um Ausschmückung. Arbeitest du allein? Deine Werkstatt ist recht groß, Meister. Gewiss arbeitest du nicht allein. Gewöhnlich ist mein Lehrling Florian bei mir. Wie dir aber sicher aufgefallen ist, ist das im Moment nicht der Fall und ich bin allein. Ich bin also entweder ein Lügner oder etwas Ungewöhnliches hat sich ereignet. Verstehe, glaube ich. Was ist denn mit Florian? Er teilt das Schicksal der Pharaonen, denn heute befiel ihn die fünfte Plage Ägyptens, die Pest. Zumindest steht es so in seiner Nachricht. Herr im Himmel, die Pest? Beruhige dich. Ich denke, dass die Seuche, an der Florian leidet, eher durch übermäßigen Alkoholgenuss verursacht wurde, als von göttlicher Gewalt. Wenngleich so ein Kater durchaus biblische Ausmaße annehmen kann. Das stimmt. Erzähl mir doch mal von dem kleinen Florian. Was ist dein Lehrling Florian für einen? Ich fürchte, seine aufkochende Jugend fordert ihren Tribut. Er verhält sich in letzter Zeit seltsam, zeigt Anzeichen wahnhafter Verfolgung. Ich verstehe nicht, was du damit meinst. Kürzlich erzählte er mir, dass ihn jemand verfolgt. Und einen Tag später besorgte er sich beim Schmied ein Schloss und verriegelte seine Truhe. Als ob ich jemals darin herumschnüffeln würde. Wie dem auch sei, was kümmert es dich? Suchst du nach ihm? So etwas in der Art. Darf ich fragen, wieso? Was waren wir denn da? Das ist schwierig. Ich glaube, ich schicke ihm eine Nachricht. Ich habe eine Nachricht für ihn. Ach ja. Wer interessiert sich denn für diesen Nichtsnutz? Abgesehen natürlich von seinem rasenden und schwer enttäuschten Meister. Wegen deiner Frage. Du findest ihn in seinem Quartier, zweifellos auf dem Sterbebett. Er schläft im Keller des Bäckers. Ah, hab Dank. Hat Florian Feinde? Hat Florian vielleicht Feinde? Ein junger Bursche wie er hat bestimmt Schulden in jeder Ecke. Und die Eltern der Mädchen sind gewiss nicht erfreut über sein fortwährendes Bestreben, sich zu vermehren. Jedenfalls war vor kurzem diese Furie aus dem Badehaus hier und sie war fuchsteufelswild. Oh, fragen wir mal nach. Eine Frau aus dem Badehaus?
Was wollte sie? Diese Harpie riss ihm fast alle Haare aus. Ich muss zugeben, dass mir mein nichtsnutziger Lehrling fast leid tat, auch wenn es nicht oft vorkommt. Weißt du, weshalb sie so wütend war? Sie brüllte irgendwas von so einer flatterhaften Zauberdirne namens Esther. Ich würde sagen, bei Florian haben wohl die Lustglocken geläutet. Dabei sollte man annehmen, dass sie das im Badehaus eigentlich gewohnt sein müssten. Na gut, reden wir mit der Tante im Badehaus mal. Du kannst ungestört weiterarbeiten. Sehr gut. Gut, wen gehört nicht? Schlossdank. Okay, wir wissen nicht, wem seine Truhe ist. Aber es wäre natürlich cool, die aufzubrechen von ihm, ne? Ah, okay. Gut, dann lass uns doch mal schauen. Ups, ob wir... Falscher Ausgang. Wissen wir nicht, mein Pferd. Schauen wir doch mal nach, wie es da im Badehaus so vonstatten geht. Wo ist mein Pferd denn geeiert? Na, rufen wir das. Mal kurz gucken. Das Badehaus. Also er ist ja beim Bäcker und Badehaus. Was war das Badehaus jetzt? Ey, dieses kleine X, das sieht man so echt so fast gar nicht, ne? Okay, wir sprechen erst mit der Tante im Badehaus und dann gehen wir da hin. Das ist eine gute Idee. Also erst nach B. B für Badehaus. Da bist du doch. Hebbels. Alte Kaschemme. So. Geh in die Richtung. Können wir da irgendwo durchreiten? Schaut ganz danach aus. Los, wir gehen hier durch. Ja. Im Badehaus sind wir doch schon dran vorbeigekommen, meine ich. War jetzt ja gar nicht so weit weg. Das war ja. Los, machen wir die Ernte kaputt hier. Ja. Ja, da waren wir. Bin ich mir ziemlich sicher. Los, hier über die Brücke. Das ist, oh, Alter. Ja. Dörrischer Esel. Reite. So. Aha. Hier ist das Badehaus doch raus. Oh, da kommt ein Mönch raus aus dem Badehaus. Na, na, na. Oder? Ne, ein Bürger, okay. Da ist sie das schon? Wahrscheinlich. Reden wir mit ihr mal. Guten Abend. Ich frag mal nach Florian. Wie ich höre, zankst du dich mit Lehrling Florian. Zanken? Ich zank gleich mit dir. Wegen dem Scheißkerl haben die meine Esther. Armes Ding. Was wohl aus ihr werden wird? Hä? Okay. Warte mal. Oh, ich gieße mir hier gerade ein kühles Getränk ein. Wartet mal kurz. Oh, was ist denn passiert? Was genau ist passiert? Da kam ein Mann, der wollte ein Bad und Esther dazu. Sowas macht sie sonst nicht. Aber ich habe mir nichts gedacht und sie zu ihm geschickt. Und auf einmal höre ich Schreie. Also renne ich hin und sehe noch, wie der Lump sie aus dem Zelt zerrt und in ein Boot pfercht. Was? Tut mir leid, dass sie verschleppt wurde. Aber was hat das mit Florian zu tun? Die haben mir zugebrüllt, ich soll ihm sagen, dass er sie wiederkriegt, wenn er dazulernt. Oh. Ich schätze, Florian kennt also diese Esther. Du weißt ja, Dorfmäuschen. Haben nicht groß eine Wahl. Jedes zweite Mannsbild hat nichts in der Birne und wenn doch, dann sind sie verwandt. Und dann kommt so ein protziger Gag daher, der Gedichtchen schreibt. Was soll das arme Ding denn machen? Und enden tut es so. Hätte bei den Hohlbirnen bleiben sollen. Hm. Wo kann ich ihn finden? Wo finde ich Florian? Ich würde ihm gerne ein paar Fragen stellen. Er arbeitet beim Gravierer im Handwerkerhof vom Kloster. Und wenn er nicht dort ist, dann verkriecht er sich im Keller vom Bäcker. Wie die Ratte, die er ist. Hat Schiss vor mir, ganz sicher. Okay, warte mal. Was ist denn mit dem Vogt? Was hält der Vogt davon? Fang gar nicht erst mit dem an. Der ist auch so ein... Das sage ich lieber nicht. Hab ihm alles erzählt, aber er sagt, er wird nichts tun. Wieso das? Ins Gesicht sagen tut er es mir natürlich nicht, aber die Leute hier halten nicht viel von uns. Ein paar sagen, Esther hätt's verdient. Armes Ding. Na, die können wir doch zurückholen, oder nicht? Klingt, als stündet ihr euch nahe. Hab sie geliebt wie eine Tochter. Oh. Ist als Waise zu mir gekommen. War wie ein Wolfsjunges. Hab sie großgezogen und ihr Arbeit verschafft. Und jetzt ist er weg. Wer weiß, ob sie noch lebt. Alter, du hast sie zur Prostitution geschickt. Klar, wie eine Tochter. Ach komm, geh anschaffen. Na gut. Dann viel Glück. Danke. So, dann müssen wir wohl doch nochmal zum, zur Bäckerei. Ist die weit weg, die Bäckerei? Können wir doch nicht hinlaufen schnell mal? Schon lange her, dass wir mal gelaufen sind hier. Wunderschöne Dorfanschau. Oh ja, warte mal. Haben wir noch was zu futtern für dich? Nahrung. Hier, Dörrfleisch haben wir genug. Hm.
Und hier, eine geile Räucherwurst. Lecker, lecker, lecker. So, Heimel für Melchior. Ja, das haben wir leider auch noch, aber das ist doch nicht so schlimm. War getrocknete Pilze essen? Halluziniere ich da durch? Nee, noch nicht. Mal sehen, was er uns dazu sagt. Wahrscheinlich kriegen wir von ihm nichts weiter zu hören, als dass er sagt, bitte holt mir meine Esther wieder. So wird's kommen. So, dort ist der Bäcker. Können wir da reingehen? Feinste Backwaren. Komm, schneck mal mit dir. Mein Gott, du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Ja, ich brauche neue Klamotten, ich weiß es. Gott behüte dich. Mein Gott. So, pass auf, wir nehmen mal ein bisschen was mit hier. Obwohl, die halten nicht so lange, die Sachen, ne? Na egal, wir nehmen mal hier so ein paar Brezel mit. Ah, 5 Stück. Ah, 5. Danke. Und. So, vielen Dank. So, sie weiß ja nichts über Flohen, das heißt, wir müssen wahrscheinlich nur da runtergehen. Da war ja so eine kleine Luke. Der wohnt da wahrscheinlich da unten im Keller. Da. Florian, was sitzt er da an seinem PC? Was macht er? Na, gucken, was er sagt. Glück und Gesundheit. Dir auch. Für einen Kranken wirkst du recht aufgeweckt. Was? Wer zum Henker bist du? Ich heiße Heinrich und stelle für Herrn Ratzig Kobilla Nachforschungen an. Und was willst du von mir? Ich rede nicht um den heißen Brei herum. Ich bin hinter Münzfälschern her und die Spur führte mich zu dir. Läutet der Name Rapota irgendwelche Glocken? Weiß nicht. Vielleicht. Ich weiß, du kennst ihn. Du stellst das Stanzwerkzeug für die Fälscher her, nicht wahr? Wie übergibst du es? Und wo befindet sich ihre Werkstatt? Ich kann nichts sagen. Ich werde alles abstreiten. Und du hast keine Beweise, nur Anschuldigungen. Okay. Oh, frag mal wegen dem Mädchen. Es hat mit diesem Mädchen zu tun, nicht wahr? Woher weißt du das? Das spielt keine Rolle. Nein, vermutlich nicht. Ich wollte nicht mitmachen, ich schwör's. Diese Bastarde haben Esther entführt. Wenn ich nicht mitmache, töten sie sie. Wer ist Esther? Wer ist Esther? Esther. Mein Mädchen natürlich. Dieser Abschaum hat sie aus dem Badehaus entführt. Das rechtfertigt deine Taten nicht im geringsten. Mir egal. Es geht nicht um mich. Hör zu, ich sag dir alles, versprochen. Aber erst, wenn Esther in Sicherheit ist. Hab ich nicht gesagt? Hab ich nicht gesagt? Wälder nach ihr absuchen? Ich weiß, wo sie festhalten, aber niemand hilft mir. Und was kann ich schon gegen diese finsteren Schurken ausrichten? Pass mal auf, wir machen mal. Pass auf, Florian, ich fühle mit dir. Aber ich bin nicht der Einzige, der hinter denen her ist. Wenn sie Wind davon bekommen, werden sie das Weite suchen und dann ist deine Esther verloren. Wenn Rapota erfährt, dass ich geredet habe, töten sie sie. Nicht, wenn ich Rapota davor erwische. Ist er hier in der Stadt? Ja, ist er. Wo denn? Sie fand mich eines Abends im Wirtshaus. Ich wollte gerade scheißen gehen. Da fing sie an, mich zu bedrängen, für sie zu arbeiten. Sie? Ja, Frau. Rapota und ein Ritter namens Herr Jeschek. Und was dann? Sie erklärten mir, was sie wollten. Und ich sagte, sie sollen sich verpissen. Ich schätze, das hat ihnen nicht gefallen. So schlimm war es nicht. Sie warfen mich auf den Scheißhaufen und gingen. Ich dachte, es wäre bloß ein Scherz von Trunkenbolden. Aber dann entführten sie Esther. Wo ist Rapota? Wo finde ich Rapota? Normalerweise in meiner Nähe. Was soll das heißen? Er verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Und wenn ich zu Hause bin, sitzt er auf der Bank im Hof und beobachtet das Haus. Also ist er jetzt hier? Schwer zu sagen. Manchmal sehe ich ihn, wenn er im Wirtshaus Vorräte kauft. Na schön. Wenigstens weiß ich, wo ich anfangen kann. Und du gehst morgen zur Arbeit, hörst du? Warum? Weil wir ihn aus der Reserve locken müssen. Außerdem ist dein Meister bestimmt erfreut, dich zu sehen. Das bezweifle ich. Wie hast du das Stanzwerkzeug übergeben? Rapota wartete hinter der Kirche auf mich. Ich wollte es nicht aushändigen, ohne Esther gesehen zu haben. Und erlaubten sie es? Seltsamerweise ja. Sie brachten mich zu einem verlassenen Hof in den Skalitzer Hügeln. Meine arme Esther, sie hatte Todesangst. Wenigstens weißt du, dass sie lebt. Wer weiß, das ist eine Zeit lang her. Und sie ließen sie nicht gehen, nachdem ich tat, was sie verlangten. Sie meinten, sie bräuchten mehr. Mehr Stanzteile? Sie nutzen sich mit der Zeit ab.
und müssen regelmäßig ersetzt werden. Oh. Deshalb hast du es keinem gesagt. Zuerst hielt ich es für einen schlechten Scherz. Und als sie Esther mitnahmen, war es schon zu spät. Ich gehe. Ich sollte besser aufbrechen, ehe der Schuft davonkommt. Geh! Hoffentlich zeigst du es ihm. Lebe wohl. Okay. So, müssen wir gucken. Was hat er gesagt? Warte mal kurz. Was hat er gesagt? Spüre Rapota auf. Ist oft auf dem. Müssen wir mal gucken kurz. Der hier irgendwo sitzt. Sitzt auf dem Marktplatz, auf der Bank und beobachtet das Haus. Ich sehe keine Bank. Das ist doch der Marktplatz hier, oder bin ich verkehrt? Nee, ist richtig. Köstliches Schmalz. Auf Brot ein Genuss und perfekt zum Anbraten. Oh ja, lecker Schmalz. Oh, so ein leckeres Schmalzbrot. Also frisch gebackenes Brot und dazu geiler Schmalz drauf. Das schmeckt wirklich lecker. Wir haben hier oben im Norden ab und zu mal so, na nicht so richtige Wikingertage, aber sowas ähnliches. Und das ist wirklich cool. Also das ist echt verdammt lecker, muss ich sagen. Kann mir auch das Brot kaufen und dazu ein bisschen Schmalz. So, pass mal auf. Ja, guck mal. Wohlbekommst. Elias. Bürger. Komm sofort. Spieler. Ladenwache. Mark. Hier deine Bestellung. Peter Lokota. Scharlatan. Nein, das ist. Vor allem Scharlatan ist geil, ne? Bürger. Also, er geht ja mal zur Arbeit. Das heißt, das wollen die jetzt alle bei ihm. Merkwürdig. Wie spät ist denn das jetzt? Okay, er muss ja erst zur Arbeit. Das heißt, wir werden uns auch mal irgendwo hinlegen, glaube ich. Vielleicht können wir hier schlafen bei denen. Im Gasthaus. Fragen mal nach. Wenn wir das morgen früh wachen. Eine Stadt im Wasser. Ich sage die Wahrheit. So. Allmächtiger. Deine Nein, ich wurde nicht überfallen. Mein Gott, jedes Mal wieder. Okay, wir müssen uns echt noch neue Kleidung besorgen. Wo war denn der Wert? Gute Farbe, wo war denn der Wert? Warte, hast du hier auch einmal? Ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier. Ja, da hinten ist es doch bestimmt, oder? Ah, guck mal. Lass doch kurz hier schlafen. Ja, moin. Gibt es hier in der Gegend Probleme? Nun, kommt drauf an, was du so tun würdest. Ich würde alles machen. Hier kam vor kurzem ein Lump vorbei, aber wir haben uns um den gekümmert. Hat Reliquien verscherbeln wollen, die Wunder und was weiß ich alles bewirken sollen. Alles nur Tant. Die Leute haben den räudigen Schwindler so schnell davongejagt, dass ihm der Arsch in Flammen stand. Bis nach Ledetschko, glaube ich. Aber dort wird er auch nicht lange bleiben können. Und da ist noch etwas. Sicher braucht ein Skalitzer Volk am meisten Hilfe. Ein paar von denen hocken im Kloster. Hab mit Johanka geredet. Die schuftet sich die Finger wund und kümmert sich dort um die Verletzten. Hier kämen barmherziger Samariter sicher mehr als recht. Mehr fällt mir nicht ein. Hm. Naja, ist schon mal nicht schlecht. Alles gut. Aber jetzt müssen wir anderen suchen. Gut, dann werden wir mal gucken, was wir jetzt machen. Also, wir müssen auf jeden Fall. Aber ich dachte, ich könnte hier auch irgendwie schlafen bei dem, weil das bietet einen gar nicht an, ne? Gut, pass auf, dann machen wir es anders. So. Ich kann hier leider auch irgendwo ratten oder so, ne? Könntest du ins Badehaus gehen? Mal waschen lassen, wäre auch nicht schlecht vielleicht. Hat ja auch mal was, ein bisschen Reinlichkeit wieder walten lassen. Hey! Naja, ich wollte mal kurz Hallo sagen. Wisst ihr was, dann warten wir die Zeit kurz ab. Dann sind wir zwar ein bisschen müde, was soll's.
Obwohl das doof ist, ne? Weil wenn dann nämlich ein Auftrag kommt, wo wir da kämpfen sollen, dann fehlt uns wieder ganz viel. Was ja auch irgendwie blöd ist. Ach man, das ist auch immer blöd. Dass man hier nicht irgendwo einfach mal sich in die Ecke legen kann und schlafen kann, oder? Irgendwas müssen wir jetzt machen. Gucken wir auf die Karte. Der Bäcker. Ja. Bienenstocker. Guck mal, wenn ich irgendein kleines Lager hier finde. Du weißt ja, was mein Gatte für einer ist. Hm? Hier ist ein Schweinetyp. Da hinten sieht aus wie so ein kleines Lager wieder, oder? Wo ich einfach hinlegen kann. Nee, auch nicht. Das sah für mich jetzt so aus, als ob man da irgendwie so ein kleines Bettchen hätte, aber hat man nicht mal. Mist. Okay, bisschen blöd. Hallo, kleines Hühnchen. Naja. Ja, dann nochmal hier hin. Klingt langsam auch spät. Gerber. Können die Gerber mir nicht ein Plätzchen zum Schlafen geben? Wahrscheinlich nicht, ne? Was? Oh, Gerber. Was? Was machst du hier? Unhold. Okay, pass auf, wir nehmen das Pferd. Komm mal her. Und dann müssen wir irgendwo hinreiten, mal kurz. Das ist irgendwie auch klappt, ne? So. Ja. So, reiten wir jetzt mal wieder ins Dorf rein hier. Wird. Und die müssen wir irgendwas fragen hier. Ja. Ja. Waffenschmied, das ist gut zu wissen. Da müssen wir vielleicht auch nochmal hin. Da war das Badehaus, ne? Da gehen wir nochmal hin. Vielleicht lassen die uns doch nochmal rein jetzt. Mit Glück. Ja. Gar nicht schon zu. Wir gehen mal rein, guck mal. Was übernachten wir da? Das höre ich gern. Heilige Maria! Was zum? Was willst du? Ja. Kann ich helfen? Ich will mit deiner Tante reden da. Was starrst du so? Wenn jemand die Bäder sind für zahlende Gäste und. Mist, dafür kriegen wir auch nichts mehr hier, ne? Wir drinnen mal nachfragen? Nee. Schon wieder zu spät, ne? Also das ist auch ein bisschen nervig hier. Ah! Ärgerlich. Wo ist deine Fackel? Warte. Meine Fackel. Da. Hola. Ach, weißt du, ist mir jetzt auch egal. Wir warten jetzt einfach hier, bis es morgen ist, weil dieses Rumgerennen ist ja auch dumm. So, wir warten mal, wir machen bis 6. Dann gucken wir mal, ob es klappt. Das dauert auch mal ein bisschen lange hier, ne? Aber. So, der Mond geht auf. Ne, die Sonne geht auf. Ja, das wissen wir. So, jetzt müssen wir nochmal zu diesem. Warte, die Fackel können wir wegpacken. Schneller zum.
Ja. Ich muss schnell hin zum... Hier ist der Fleischer, okay. Ja. Jetzt kann ich mal auf dem Schirm. Oh, jetzt muss ich kurz suchen, wo der blöde Bäcker war da. Kurz einen Marker einsetzen. Ja, okay. Okay, links geht's. Ja. Da! Ach Quatsch, ich bin vom Pferd runtergefallen. Na gut. Ja, bleib da, du blöde Hummel. So, wir sind auch noch einigermaßen fit. So, er war da vorne. Nee, da war das Bäcker, ne? Da. Gut. Wo jemand da ist? Er pennt noch, okay. Er ist jetzt noch nicht auf dem Weg zur Arbeit. Gucken wir, ob der andere schon irgendwo hier ist. Ich sehe aber niemanden irgendwo sitzt. Da, wer ist das mal? Der Wand da. Rapota. Sieht aus wie ein Kerl, nicht wie sie. Bist du zufällig Rapota? Wie bitte? Kennen wir uns? Nein, aber genau das möchte ich ändern. Ja, hab aber gerade keine Zeit. Ich gehe dann mal. Es dauert nur einen Augenblick. Na gut, was willst du von mir? Ich weiß, dass du Florian beobachtest und an der Entführung des Zuber-Mädchens beteiligt warst. Und auch, wieso du all das tust. Scheint, als wären Ausflüchte zwecklos. Stimmt. Und jetzt sag mir, wo die Werkstatt ist. Sicher, sicher. Das wäre wohl das Beste. Also? Ja, reden wir ein anderes Mal drüber. Hä? Was macht er? Hä? Wie ist das denn passiert? Er ist mal runtergefallen. Bist du bereit zu reden? Wie cool ist das denn? Ja, bin ich. Nur bitte, tu mir nichts. Was willst du von mir? Okay, los geht's. Sag mir, wo die Werkstatt ist. Keine Bange. Dein Herr und Meister wird dich nicht für deinen Verrat bestrafen. Ihr habt beide bald ganz andere Sorgen. In den Skalitzer Minen. Das ist nicht gerade sehr konkret. Auf der Ostseite des Hügels ist ein verlassener Minenschacht. Nun, er war einmal verlassen. Jetzt befindet sich ein kleines Lager davor und die Werkstatt darin. Wer ist dein Lehnsherr? Wer ist dein Herr? Herr Jeschek von Ronau. So nennt er sich, obwohl es Burg Ronau eigentlich nicht mehr gibt. Okay. Was geschah mit der Burg? Ronau gehörte einst Vinzenz, Graf von Lichtenburg. Nach seinem Tod ging sie an Markgraf Jobst, der sie schleifen ließ. Er wusste, dass Vinzenz' Vasallen sich widersetzen würden. Wieso? Jeder weiß, dass der König nach dem Tod eines kinderlosen Grafen mit dessen Burg tun kann, was ihm beliebt. Aber Vinzenz' hatte Erben. Ronau fiel nur dem Markgrafen zu, weil der sie alle für unrechtmäßig erklärte. Und alles nur, weil Vinzenz' nicht für ihn gegen Herrn Prokop kämpfen wollte. Herr Jeschek führte eine Revolte aus Vasallen an, doch Jobst kesselte sie ein. Nur Herr Jeschek entkam. Seitdem ist er die Geißel der Region. Okay, und wer bist du? Wer bist du eigentlich? Man nennt mich Rapota. Ich war früher der Handlanger des Henkers in Brünn. Und wie bist du in Herrn Jescheks Dienst gelangt? Ich half ihm aus dem Kerker zu entkommen. Wenn ich jemandem diene, dann lieber Herrn Jeschek als dem Henker. Der Scherger eines Briganten zu sein, ist gewiss sehr viel ehrbarer. Ich dachte, wenn sich die Dinge irgendwann beruhigen, bekommt er vielleicht Ronau zurück und stellt mich in seinen Dienst. Nun, nach dieser kleinen Eskapade kannst du das vergessen. Du kannst froh sein, wenn du nicht am Galgen endest. Das spielt keine Rolle mehr. Ich habe ihn hintergangen. Für wen arbeitet Herr Jeschek? Erzähl mir nicht, er hat sich das mit dem Fälschen selbst ausgedacht. Solche Dinge weiß ich nicht. Nur, dass Herr Jeschek mit ein paar Herren gesprochen hat. Mit welchen? Wir waren auf dem Kloster, zu Gast. Aber ich schlief auf dem Heuboden und habe nichts gehört. Abgesehen davon?
Im Lager tauchte bisweilen ein ungarischer Adliger auf, aber ich weiß nicht, was er dort tat oder wer er war. Okay, ich habe genug gehört. Ich denke, ich habe genug gehört. Kann ich dich etwas fragen? Ja? Ich möchte nicht hängen. Das ist so grausam. Bitte töte mich hier und jetzt. Nee. Du willst einen ehrbaren Tod? Oh nein. Ich bringe dich in den Kerker und als Fälscher wird dir die härteste Strafe zuteil. Du wirst noch um den Galgen betteln. Ups. So fies wollte ich gar nicht sein, aber umbringen wollte ich ihn garantiert nicht. Ja. Wenn ich ihn jetzt umgebracht hätte, hätten mich ja die Leute da gesehen, hätten mich dann auch gleich wieder gefangen genommen oder so, ne? So, er ist schon mal da drin. Das ist gut. Dann können wir jetzt ja... Bitte Ulrich um Hilfe. Und hier? Bin den Eingang zum Minenschacht. Okay. Also, wir machen es mit Ulrich zusammen, denn ich glaube, das macht am meisten Sinn. Die Frage, ob wir uns darauf erstmal ein bisschen vorbereiten sollten. Macht auch Sinn, oder? Sich darauf vorzubereiten so ein bisschen. Brauchen wir noch ein bisschen Schlaf. Und den einen oder anderen Retterschnaps sollten wir auch nochmal machen. Wo kann man den Retterschnaps eigentlich machen? Kann man den im Kloster auch machen? Wahrscheinlich, ne? Ist ja ein bisschen Alchemie dahinter. Wir können auch irgendwo einen kaufen. Wir gucken gleich mal. So, wir müssen es irgendwie mal da auf die andere Seite, ne? Ah, ins Wasser gefallen. Nasse Füße. Und wir brauchen irgendwann mal andere Klamotten. Ich möchte nicht immer, dass mich darauf ansprechen, als ob ich überfallen wurde. Das ist auch irgendwie unangenehm. Mein Gott, wurdest du überfallen? Nein, ich habe nur dreckige Sachen. Hier, ich klaue mir gleich Unterhose hier. Ja, okay, das geht nicht. Kann ich eigentlich schwimmen? Oh, ich kann nicht weiter. Die Strömung könnte mich in den Tod reißen. Okay, das wollen wir natürlich nicht. Ist hier auch eine Strömung? Nee. Boah, die Strömung könnte mich in den Tod reißen. War jetzt nur nicht so eine Megaströmung, oder habe ich es falsch gesehen? So, Herr Ulrich wird uns bestimmt helfen. Der falsche Ritter. Und dann werden wir mal den Fälschern auf den Grund gehen. Erstmal mal kurz waschen hier. Das geht nicht, schade. Naja, hier ist es ja schon. Vielleicht sollten wir doch noch mal eine Runde pennen hier. Nur für ein paar, zwei, drei Stunden. Ulrich ist eh noch nicht da, wie ich sehe. Guck mal. Schnack mal kurz mit dem Schank-Typen. Komm her. Hey, wo ist denn der? Wo ist er denn jetzt hin, da der? Hier drin vielleicht? Kann ich ihn einfach da hinlegen? Das ist zu früh, ne? Kurz vor 8, die gehen wahrscheinlich wieder um 9 los hier. Was hast du festgemacht? Hast du gesehen, wie schnell sie angezogen hat? Und ein Blitzanzieher. Okay. Aber geht jemand runter? Ach, guck mal, geht da unten rein. Dann können wir jetzt auch da rein, endlich, oder? Wenn er da reingeht, können wir doch auch da rein. Da, Herr Wert. Kann ich mal kurz mit dir reden? Glück und Gesundheit. Ja, wir auch. Ich brauche einen Schlafplatz. Kann ich hier schlafen? Ja. Gewiss. Hier ist. Für wie lange? Ich brauche nur für eine Nacht erstmal. Nur die eine Nacht. Gut. Ja, kriegst du. Hier, dein Geld. Dir wird's hier gefallen. Okay. Das Bett ist oben wahrscheinlich wieder die zweite Tür. Wie letztes Mal. Wir legen uns da mal kurz hin für ein paar Stündchen. Einfach, damit wir ein bisschen fit sind. Und vielleicht, ja. Alles einigermaßen gut geht. So, öffnen. Hallöchen. Ah, ein bisschen. Und wir speichern auch gleich dazu. Nein, ach Mist, na egal. Schlafen. So, wir schlafen einfach nur bis 12. Na, bis 1 vielleicht. So. 6 Stunden. Wir müssen unbedingt dieses Komfort-Ding da rausbringen. Aber
So, und dann essen wir da unten aus dem Topf noch was. Ein leckerer Brei. Oder was auch immer das ist. Diese Chili con Carne da unten, ne? Lecker. So, schauen wir doch mal. Ah, die Sonne ist da. Alles gut, Spiel gespeichert, perfekt. Wir sind auch wieder fit. Jetzt haben wir schon noch ein bisschen Hunger gleich. Aufstehen. So. Jorona, müsste ja Ulrich vielleicht auch schon da sein. Da sitzt er doch da hinten, oder? Erstmal was essen hier. Sehr lecker. Oh, wir könnten mal eine Runde spielen hier. Ich bin schon auf dem Weg. Eine Runde spielen? Ich glaube, wir spielen mal eine Runde. Habe ich auch mal lange nicht mehr gemacht. So. Heute ist mein Glückstag. Ich spür's. Was ist mit dir? Auf die Frauen. Gott segne sie. Ach komm. Spielen 50? Okay. Dein Ruf eilt dir voraus. Aber was? Mich besiegst du nicht. Ein Bier bitte. Ich bräuchte nur ein bisschen. Nur ein bisschen und das war's. Ach Mist. Warte mal kurz. Ach Mist, das ist auch blöd. Also wir nehmen mal den zur Seite. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Oh, ich glaube, das sieht ganz gut aus für uns. Hierher. So. Punkten. Und passen. Ein Bier bitte. War nicht so schlecht, oder? Was ist denn für ein Krummwürfel? Verflixtes Quecksel. Das war's. Das ist doch ein Schummelwürfel, oder nicht? Er denn da für einen Würfel? Mal sehen. Ach, der hat doch echt Glück. Guck das an. Mist. Jetzt daneben, bitte daneben. Eine 4? Was ist mit den Würfeln los? Jetzt schuld du. Jetzt mal das Glück nicht überstrapazieren sollen. Wir punkten einfach und passen. Mehr mache ich nicht. Ach, Mist. Das ist natürlich Glück für ihn, echt. Oh, guck es an. Nein, besser nicht. Oh, guck mal, da sind wir aber auch wieder hilfreich hier. Was denken die sich? Ich bemale mein Bier wohl selbst durch. Punkten und fortfahren. Gucken wir mal, ob es klappt. Ja, die drei nehmen wir noch und dann hören wir auf. Nein, wieso? Ach so, ach Mist. War kein Dreifacher, ne? Okay, der wird uns, glaube ich, hier abziehen. Ja, 3-1, ne? Ja. Na gut. Vorbei. Was mache ich denn da? Hier drüben, ein Bier bitte. Komm, wir machen mal weiter. Wir müssen es riskieren jetzt hier. Jetzt wird das nichts mehr. Ach, geht nicht mehr. Ich mache erstmal so. Lassen wir mal lieber. Der bescheißt doch auch da, der Typ. Sehe ich doch von hier. Ich will bestellen. Das war's. Einen Monat sitze ich hier und keine Spur von dem verdammten Quecksilber. Ah. Kein Glück heute!
Wie lange soll ich noch warten? Ich muss auch ganz kurz die Hilfe angucken. Also irgendwas checke ich gerade nicht. Warte mal. 55. Drei gleiche Augen sind 100 Punkte reduziert mit den Augen. Wer beispielsweise 4? Ja, okay. 4 gleiche Augen sind das Doppelte der Punktzahl. Ja, 3 gleiche, okay. Ah, okay, okay. Und eine Straße ist 1500. Müsste man sich auch mal überlegen, ob man eine Straße hinbekommt, ne? Kleine Straße 500? Okay. Gut, gut. Wie lange soll ich noch warten? Ja, ja. So, behalten wir nur die Punkte. So, gut, für dich schlecht. So, jetzt mal gucken, was wir kriegen hier jetzt. Warte mal. Wie kann man... Das geht nicht, oder was? Aber es ist ja, ich muss ja versuchen, wenn ich jetzt andere versuchen würde, dann hätte ich jetzt... Guck mal, 6, 5, 3, 2. Dann müsste ich jetzt eigentlich nur hier das würfeln, ne? Ist doch komisch. Das nicht geht, wie man so eine Straße würfeln kann, aber ja gut. Bedienung ist heute ein bisschen tranig. Okay. Nicht die meisten Punkte, aber. Hier. Ah, ach du Scheiße. Vorbei. Zapf mir eins. Warte. So, nochmal. Warte, 5 Beine. So, das Glück heraufbeschwören. Wir versuchen es nochmal. Komm. Du schreckst vor nichts zu. Was? Verflixt es. Und die 1. Yes, Sir. Groß. Zack. Immerhin. Er hat natürlich mehr Punkte und er wird uns auch besiegen, glaube ich. Aber mal sehen. Alter, 3 Sechsen, ey. So ein Spacko. Na, da und da. Und den. Gern geschehen. Er braucht nur 500 Punkte. Ich meine, die hat er wahrscheinlich gleich. Ist das denn? Ist das auch eine 6 da oben? Endlich ein Sieg. Warte mal. Den werde ich nochmal gegen ihn spielen. Heute ist mein Glückstag. Deiner auch? Würfeln? So, wir holen uns mal das ganze wieder, was wir da haben. Er macht das. Also los geht's. Ja. Ist doch lächerlich, dass so etwas dreimal hintereinander verschwindet. 3, 4, 5, 6. Es fehlt eigentlich nur eine 2, ne? Na gut. Blöd. Mal. Denk mal nach, Mann. Du musst alles verlieren. Na, ich hab noch eine 5 da, du Spast. Zack. Und jetzt können wir fortfahren. So. Der bescheißt doch auch damit seinen Würfeln, ey. Alter Schwede. 1000 Punkte gemacht. Ja klar, hab ich auch nicht gemacht. Aber jetzt pass auf. Guck mal bei mir. Hier, 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 vier. Was? Wir lassen es bald dabei. Zapf mir eins. Was denken die sich? Ich bemale schließlich die Schützer. Die 5 hat er nicht genommen, warum nicht? Frage ich mich. Ah, 2 Einsen, okay, deswegen wahrscheinlich. Ey, das gibt's doch gar nicht. Oh. Nein, besser nicht. Das gibt's doch gar nicht, ey. Was ist der für ein Würfelglück, der gute Typ? Auf die Krüge!
Gott segne sie. Ah, ärgerlich. Bin gefangen im Würfelfieber. Ach komm schon. Aber jetzt wird's was. Ich hab gerade eine 1, pass auf. Hat eine 1 da oben, oder? Nee. Er tötet doch auf, oder? Mal sehen. Oh, er macht weiter. Oh, er hat eine 1. Ich sehe die 1 da oben. In der Mitte. Oh, das gibt's doch gar nicht. Bringt natürlich nicht so viel, aber. Kein Glück. Jetzt bin ich am sehr. Arsch. Nee, noch nicht, aber nur ich vielleicht bisschen. Gleich. Nur ein bisschen und das war's. Oh, 2 5. Nehmen wir noch mit, eine passende. Zapf mir ein Bier. Ja. Das okay, was war davor? Ab und zu weiß ich nicht, ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, ab und zu mal nicht die Einsen rauszuhauen. Ah. Du bist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wupp, was war da denn los? Mein Gott, die Würfel gehorchen dir ja aufs Wort. Naja. Eine große Straße oder eine Straße gehabt. Ist er jetzt da? 3 5. Guck mal, da auch schon wieder. Sau, Alter, hat genauso viele Punkte wie ich. Ist doch echt frech. Verflixtes Quecksilber. So, ich versuch's nochmal. Oh, riskant, riskant. 3 6. Oh, das ist doch gar nicht so schlecht. So. Boom, gewonnen! Dann haben wir mein Geld wiederbekommen. So, den lassen wir jetzt aber auch mal, weil sonst falle ich echt in so ein Fieber rein hier. So. Wir gucken, wo ist er denn jetzt? Ist er da oben? Hey, wo ist er denn hin? Wo ist denn der Herr Ulrich? Ich kann auch den ganzen Tag da nur würfeln eigentlich. Ist der Ulrich hier unten drin vielleicht? Da sitzt er. Gut. Herr Ulrich, wir müssen reden. Ich weiß endlich, wo sich die Fälscherwerkstatt befindet. Meister Pfeiffer hatte recht. Die Fälscher halten sich in der Nähe ihrer Rohstoffquelle auf. Ihre Werkstatt ist in den Minen. Der Eingang ist auf der Ostseite eines Hügels. Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Daher hole ich lieber Verstärkung. Ich helfe mit Freuden. Nach dir. Yes. Ab ins Gefecht, wir beiden. Landen wir direkt da? Wahrscheinlich. Mal schnell den Bogen mit. Obwohl, nee, wir wollen auch mit Schwert und Messer kämpfen, Schwert und Schild kämpfen, ne? Okay. So, bin mal gespannt, was uns da erwartet. Kann natürlich sein, dass wir draufgehen gleich. Ja, ist es so. Stellen? Wollen wir nicht. Ah, da juckt mir das Auge. Da muss ich kurz kratzen. Ich muss stehen bleiben. Ah. Du hast entdeckt Lager. Okay. Was haben wir denn da? Unterhaltung. Vorzüglich. Die was ist hier los? Die haut ab. Alarm! So, gleich umbringen. Oh, komm schon. Hey, wir alle, hier sammeln! Schlag da raus! Verdammt! Oh, und zwei jetzt, ne? Oh! Warum immer auf mich? Warum auf die Kleinen? Oh, das gibt's doch gar nicht. Herr Ulrich, mach doch mal was da, du Spaß. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ey, das gibt es doch gar nicht. Was ist denn mit dem los? Ey, ganz im Ernst. Hätte er nicht auch ein bisschen warten können, bevor er da einfach reinrennt? Wie soll man das denn schaffen? Na gut, müssen wir ja nicht. Wir müssen ja jetzt nicht mit dem, müssen nicht wieder spielen da. Aber trotzdem sehr nervig, oder? Ah. So. Ich weiß endlich, der Eingang ist auf. Ich
Ich. So. Gut, dann rennen wir wieder hin. Ich glaube, wir nehmen den Bogen und schießen die Leute einfach ab gleich. Hat ein Spiel gespeichert. Warum, wenn er das Spiel speichert, warum kann ich gleich direkt wieder hier anfangen? Oder? Hab ich es falsch verstanden? Ich hab gerade gesagt, er hat gespeichert, ne? Na gut. Blöder Tod für uns. Den Bogen mal rausholen. Komm. Dann renne ich gleich los und schlachte sie ab. Dann warte auf mich. Du Hiopai, echt. Treffe ich ihn nicht. Vorsichtig. Treffe ich da keinen? Da. Ach, das war wieder dumm. Okay, das war wirklich dumm. Gebe ich zu. Ärgerlich. Hm. Machen wir jetzt. Müssen wir vielleicht auch mit dem Schwert rangehen und gleich die Leute. Wir lassen erstmal da hinten selber reinrennen. Er lenkt die ja alle ganz gut ab. Los, lauf vor. Ich nehm die anderen Sachen. Ja, dann komm. Und dann werden wir ihm. Dann werden wir gleich hinterher rennen. Und dann lasse ich ihn vorrennen und dann kann ich ihn von hinten niedermetzeln vielleicht. Wenn ich ein bisschen Abstand halte, weil er rennt ja direkt rein in die Minen. Ja, falscher Weg. Genau. Wenn er direkt in die Minen reinrennt, dann könnten wir doch noch mal ein bisschen abwarten. So, und dritter Versuch. Vielleicht klappt es jetzt, ja. Man trifft leider nicht immer den Kopf, deswegen, ich hätte ihn sonst gerne... Guck mal, er rennt ja schon mal los. Wer ist da? Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Wo sind alle? Schnell! Ihr alle, ihr sammelt! Schlagt Alarm! Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Alarm! Hey! Ah, es gibt doch gar nicht. Ihr sammelt! Alter, haben die ihn gleich schon umgekillt, oder? Ach komm. Ich hänge hier auch immer fest. Was soll ich noch machen da, Alter? Ey, ist das ätzend. Das sind auch so viele hier, finde ich immer. Oh, lass mich durch. Mann, ey. Soll das etwa alles sein? Oh. Dass er sich auch jedes Mal bückt hier, mein beschissener. Och, das ist doch echt nicht euer Ernst. Oh. Ich werde dich finden, du elender Hund. Ja, das war's. Lass mich abmetzeln, metzel mich ab. Ist mir egal. Das war auch total. Also, das muss irgendwie anders gehandhabt werden. So ist ja total blöde. Verstehe auch nicht ganz, wie man so schlecht schießen kann wie ich. Müsste eigentlich langsam mal besser werden, aber ich schieße trotzdem noch schlecht. So. Jetzt müssen wir noch mal probieren.
Aber ganz im Ernst, so wie ich es gerade gemacht habe, war es eigentlich ganz gut. Aber naja. Also, Herr Ulrich rennt wieder vor. Und wir warten kurz. Er gleich kommt da hinten, der Herr Ulrich. Da ist er schon. Und wir versuchen dann einfach, alle Leute, wie es nur so geht, abzumetzeln. Und wir haben auch leider nicht so viel von den anderen. Das macht euch am meisten Schaden. Ja, das macht am meisten Schaden. Du läufst, ich bin der Bogenmeister. Was hast du hier zu suchen? Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Der Ulrich kämpft auch mit allen da, ne? Schlag da lang! Seid vorsichtig! Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Wir sollen mal ruhig ein bisschen metzeln da. Zu den Waffen! Hier rüber! Also er metzelt die ja schon ganz gut da, ne? Vielleicht macht er ja noch mehr platt. Ja. Also war besser als wir. Obwohl, ich kann es ja auch nicht alle umbringen, ne? Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Ah. Du bist tot! Soll das etwa alles sein? Alarm! Oh nein, wenn man einmal daneben trifft, dann war es das. Dann war es das. Aber ihn haben wir erwischt. Nicht feige sein. Was soll ich machen? Hast du bald die Knie bekommen, was? Ach, du Spast. Ach, Mann. Ach, komm schon. Ne, er trifft dich. Oder auch nicht. Oh. Okay, hat uns jetzt nicht viel gebracht, aber wir laufen mal kurz ein bisschen. Wir müssen uns ein bisschen versorgen. Ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen noch hier. So. Versuchen wir es mal hier schnell. Da, Verband. Gut. Natürlich sind wir ja nicht fit, wie man sieht. Wir müssen uns irgendwas überlegen. Ja, wir können leider nichts mehr machen. Und was richtiges zum Heilen haben wir auch nicht, oder? Ärgerlich, ärgerlich.
was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Da haben wir natürlich ganz viele niedergemetzelt. Das war auch schön und gut. Aber im Endeffekt bringt es das nicht so viel. Wir können die natürlich mal plündern und gucken, ob die irgendwas haben für uns. Aber ein bisschen Brot. Groschen. Gepflegte Beinlinge. Eine Bartaxt. Spitzfall nehmen wir mit. Okay. Wir haben ja ganz schön viele niedergemetzelt, ne? Mit den Pfeilen, muss man sagen. Aber es war auch mehr Glück als Verstand, ne? Muss man auch dazu sagen. Axt. Natürlich ein bisschen Rüstung da, aber. Mal kurz, dann können wir die Spitzpfeile jetzt nehmen, oder? Achso, die haben wir die ganze Zeit bekommen. Gute Bürgerschwert. Nehmen wir mit. Hornstrauchbogen. Klingt auch gut. Wo ist die gerade? Hornstrauchbogen. Ritterjagdschwert. Verbesserter Jagdball. Spitzball. Ja, wir schmeißen gleich noch was runter. Warte mal kurz. Wir kriegen auch so langsam wieder so ein bisschen Leben. Aber wir müssen einmal hier. Oh, Schlüssel. Achso, nee, warte. Wir müssen einmal hier was loswerden. Können wir das Schwert nutzen? Das Bürgerschwert? Ja, ne? Das ist doch gut. Und dann. Weißt du, schmeißen wir das Ding einfach weg hier. Oder die Satteltasche. So, und dann. Satteltasche. Satteltasche. Satteltasche, Satteltasche. So, wir haben einen Hornstrauchbogen. Den kommt der mich. Pass auf, den werden wir den nutzen. Den schicken wir in die Satteltasche. Haben wir gut. Oder mehr oder weniger. Oh, da hinten sind noch welche. Ist auch so ein bisschen blöd. Könnte ich so einen Retterschnaps hier nehmen? Und dann könnten wir uns da reinforsten. Ne? Ich meine, jetzt haben wir ja relativ viel erledigt hier. Aber. Alle nicht ganz mehr so super die Sachen hier. Jetzt geht's ja langsam gut. Ja, das ist gut, aber immer besser, ne? So. Ah, es kommt wieder runter. Brauchen wir nicht. So, wir müssen wieder Retterschnaps nachher kaufen. Wie speichern tun wir jetzt mal hier? So. Jetzt haben wir, glaube ich, keine Dinger mehr, ne? Ne. Mal gucken, ob wir die nochmal irgendwann nochmal welche besorgen, aber egal. Lass uns mal gucken gehen, was wir da machen können. Vielleicht erstmal mit Schwert und Schild. So, bevor der aufsteht und hier ist Ritter Ulrich. Gucken, was er so hat.
Nürnberger Kuras, Nürnberger Handschuhe. Natürlich viel zu viel, sehe ich gerade, was wir natürlich haben. Aber kann ich sowas auch in die ins Dings packen? In die Satteltaschen? Oh, wahrscheinlich kann ich das, ne? Na, guck mal. Und das, kann ich das nicht einfach anziehen? Ich bin natürlich auch völlig sichtbar, auch nicht mehr so gut. Aber dafür habe ich eine Körperrüstung, die wirklich höher ist. Das ist nicht so praktisch. Satteltasche? Geil. Hat auch ein bisschen was. Lass doch mal gucken. Hier noch was futtern. So, wir haben nicht mehr viel Leben, wie man sieht, ne? Das ist die Frage, was wir machen, also wie viele da noch drin sind gleich, ne? Okay, ein Bürgerschwert, Fackel, rustikale Haut. Wer ist der Langstreckenbogen? Nehmen wir mit. Naja, wir haben ja einmal gespeichert. Kann ich einfach so nochmal speichern? Nee. Kein Retterschnaps mehr, ne? Gut, dann gehen wir da mal rein. Aber wahrscheinlich eher mit dem Bogen. Lass uns mal gucken, ob was hier drin so los ist. Ein bisschen betrunken, wie man merkt. Das Problem ist natürlich sehr dunkel hier drin. Man sieht kaum was. Wir gehen erstmal hier rein. Hier ist komplett dunkel. Warte mal. Wenn wir... So, Schwert und Fackel einmal. Okay, hier ist nichts. Okay. Gehen wir hier weiter. Man hört auf jeden Fall was. Okay, wir sehen gar nichts. Wir gehen jetzt in den Dunkeln rein. Wir müssen wieder noch ein paar Wachen. Finde die Werkstatt. Okay, wir sind reingekommen. Mal sehen, was passiert. Wir haben ja alle erledigt draußen anscheinend. Hier. Und wer bist du? Ich bin im Namen des königlichen Hauptmanns Herr Ratzig Kobilla hier. Ratzig Kobilla, des Königs Hauptmann. Verstehe. Ich bin hier, um dich zu verhaften. Oh, was du nicht sagst. Und doch kommst du allein? Ha, sehr mutig von dir, Bürschchen. Ich bin allein bis hier gekommen. Ich brauche auch fürs letzte Stück keine Hilfe. Siehst fähig aus. Einen wie dich könnte ich gebrauchen. Ein interessantes Angebot. Aber ich lehne ab, wenn du erlaubst. Wer hat mich eigentlich verraten? Das spielt keine Rolle. Was spielt das noch für eine Rolle? Glaubst du, ich bekomme nicht die Chance, es ihnen heimzuzahlen? Ich hoffe, du erwartest nicht, dass ich wie ein Lämpchen zur Schlachtbank mitkomme. Du kannst nirgendwo hin. Du hast keine Wahl. Was machen wir? Oh. Und wo genau willst du hin? Irgendwohin. Überall wäre es besser als in Kobelas Kerker. Wirklich? Also nach Mähren kannst du nicht. Der Markgraf ist hinter dir her. Und Böhmen? Die Könige mögen sich ändern, aber die Münzen bleiben, mein Freund. Was meinst du damit? Wer auch immer König wird, kann nicht zulassen, dass jemand Geld fälscht. Denkst du, ich mach das allein? Nein.
Aber wenn im Land wieder Ruhe einkehrt und die Verschwörung gänzlich aufgeklärt ist, werden sie dich nur allzu gern zum Sündenbock erklären. Fälschern wird keine Gnade zuteil. Wie auch immer, Gobilla würde mich so oder so am höchsten Baum aufknüpfen. Kann sein, aber du bist ein schlauer Fuchs und ich bin mir sicher, dass du ihm etwas anzubieten hast. Es liegt an dir. Entweder ergibst du dich und setzt auf einen Handel mit ihm, oder du bist den Rest deines Lebens auf der Flucht. Ein Handel mit Razzig? Man sagt, er sei ein kluger Mann. Wenn du dich fügst, hast du eine Chance. Also gut. Ich begebe mich geradewegs in die Höhle des Löwen. Wie gut. Meister Pfeffer brennt sicher viele Fragen auf der Zunge. Alter, wie gut war das denn? Also, ein harter Kampf, um da reinzukommen. Aber wir haben ihn. Sehr gute Arbeit, Heinrich. Danke. Hab Dank, Meister Pfeffer. Es war wahrlich nicht leicht. Ich nehme ein paar Männer und untersuche dort alles. Und was soll ich tun? Du solltest dich ausruhen und dann nach Hatay reisen. In der Zwischenzeit wird Herr Razzig diesen Bastard verhören. Vielleicht erfährt er hier etwas Nützliches. Na gut. Dann sehen wir uns in Hatay. Cool. So. Haben wir geschafft, aber jetzt werden wir definitiv uns mal um eine neue Rüstung und auch um unseren Kampfstil kümmern. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Wir sind auch ein bisschen, wie man sieht, ein bisschen überladen. Brauchen können wir nicht. Wie viel überladen sind wir denn? Ah, so viel ist es gar nicht, ne? Wir können irgendwas rausschmeißen hier. Also, wir machen jetzt erstmal Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal dabei. Für heute ist Schluss, aber beim nächsten Mal freue ich mich auf jeden Fall wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Moin Moin.